Ja, ich weiß. Von deiner Frau. Rausgeschmissen hat sie dich. Rausschmeißen lassen. Von den Bullen. Tobi, ich möchte dir jetzt was sagen. Und hör mir ganz genau zu. Man kann alles verlieren in einer einzigen Nacht. Ich möchte dir was von dem alten Michael erzählen. Von dem Michael, der auch ein übler Trinker war. Der hätte dich jeden Tag unter den Tisch gesoffen. Kein Problem. Eine Katastrophe war das für meine Familie. Aber mir ging es am Arm vorbei. Dann war es wieder soweit. Meine kleine Maria, meine Tochter stellt sich mir in den Weg. Ich wollte sie einfach nur wegschubsen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe sie geschlagen. Ich hatte eine scheiß Wut. Und ich wollte nur noch eins, irgendwas kaputt machen. Also habe ich sie geschlagen, immer wieder, rechts, links, mit der Faust, bis sie hingefallen ist. Ja, ganz dünne Ärmchen, das kleine Ding. Fällt einfach hin und atmet nicht mehr. Meine Frau kriegt das mit, schnappt sie sich und bringt sie ins Krankenhaus, rettet ihr das Leben. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich hingelegt und bin eingepennt. Ja, ein Tag wie jeder andere. Dreizehn Jahre habe ich meine Tochter nicht mehr gesehen. Tobi, verschwende nicht eine Sekunde einen Gedanken daran, du hättest irgendeine besondere magische Kraft. Du bist nichts Besonderes. Du bist nur ein planloser, chaotischer, von Selbstmord gefährdeter Alkoholiker. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Und komm mir jetzt nicht damit, ich will dich belehren oder bevormunden, dein blöder, erfolgreicher Bruder. Ich bin da, um dir zu helfen. Also, mach Schluss mit dem Alkohol.